Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Wie ihr natürlich mittlerweile alle mitbekommen habt, bin ich ein richtiger Serien-Junkie. Also mein Leben ohne Netflix, ohne Amazon Prime wäre wahrscheinlich nicht mehr möglich. Letztens, als mein Internet ausgefallen ist, war ich echt kurz aufgeschmissen. Dachte, ach komm, gehst ein bisschen surfen, Internet geht nicht. Gut, machst du dies und sei in jenes, Internet geht nicht. Irgendwann war ich so genervt, hab mich ins Bett gelegt, hab gedacht, komm, schaust noch ein paar Serien. Bis mir dann im Bett eingefallen ist, Netflix und Co. ist auch ohne Internet nicht. Natürlich bin ich ein großer Buchfreund, sonst hätte ich nicht diesen Kanal. Aber man lernt in solchen Situationen erstmal, wie abhängig man ist oder was alles an dieses blöde Internet gekoppelt ist. Aber zurück zum Text. Ich möchte heute mit euch über ein paar meiner liebsten Serien sprechen. Vielleicht kennt ihr die ein oder andere auch noch nicht und ich kann euch hier so ein bisschen Anreiz geben, da vielleicht mal reinzuschnuppern. Es sind jetzt heute 5 Serien, die ich euch vorstellen möchte von Netflix. Es wird auch noch ein Video kommen mit 5 Serien, die ich euch vorstellen möchte, die es auf Amazon Prime gibt. Natürlich ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass es die ein oder andere vielleicht auch auf beiden Plattformen gibt. Aber die, die ich euch heute vorstellen möchte, schaue ich wirklich nur auf Netflix. Und die, die ich dann im nächsten Video vorstellen möchte, die schaue ich auch wirklich nur auf Prime. Ich würde sagen, ich schnack hier jetzt nicht noch ewig rum, sondern wir fangen gleich mit der allerersten Serie an. Ach so, nein, noch kurz zur Anmerkung, nur fürs Verständnis. Das ist jetzt keine Top 5, was weiß ich, die erste, die ich jetzt sage, finde ich am schlechtesten von den guten. Das ist einfach jetzt willkürlich, einfach 5 Serien und wir legen jetzt auch endlich mal los. Die erste Serie, die ich euch vorstellen möchte, Moment, ich rutsche mal kurz rüber, damit ihr auch hier das Cover oder die DVD-Hülle oder das Filmplakat sehen könnt. Das wäre nämlich How to Get Away with Murder. Da habe ich vor ungefähr 4 Monaten oder sowas mit angefangen, als ich von ein paar Freunden gehört habe, die wäre richtig gut, die Serie, die soll ich unbedingt schauen. Und habe sie dann auch wirklich komplett durchgesuchtet. Also aktuell sind bei Netflix, glaube ich, 3 Staffeln online. Die 4. gibt es auch schon auf Englisch, aber halt noch nicht auf Netflix. Auf jeden Fall geht es in der Serie um die Anwältin Annalise Keating. Die ist wirklich eine sehr, sehr renommierte Anwältin, die unterrichtet auch an der Uni. Ich weiß aber nicht gerade auf Anhieb nicht mehr, welche Uni das war. Und sie sucht sich in jedem neuen Jahr, ich glaube, 4 Studenten aus, die für sie arbeiten sollen, die dann halt auch in der Anwaltskanzlei von ihr mithelfen und wirklich echte Fälle bearbeiten. Dieses Jahr ist es aber anders, denn sie sucht 5 aus. Warum, erfährt man natürlich im Laufe der Serie. Am Anfang einer jeden Staffel passiert immer irgendwas und jeder denkt so, oh mein Gott, was kann passiert sein, was ist da los, was sind die Hintergründe? Und das ist ganz cool aufgebaut bei der Serie. Man erfährt am Anfang, was passiert ist und innerhalb dieser Staffel wird aufgearbeitet, was passiert ist, warum jemand gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und erst wirklich in der letzten Folge wird das aufgedeckt, was schon in der ersten Folge quasi passiert ist. Jetzt hat es natürlich gerade an der Tür geklingelt, also wundert euch nicht, warum ich auf einmal vielleicht anders sitze als vorher. Das waren nämlich die neuen Lesezeichen, die ich gezeichnet habe und bestellt habe für den Shop. Auf jeden Fall weiter im Text. Die Serie ist echt verdammt gut. Also wer auf Spannung steht, auf ein bisschen Detektivarbeit, auf ein bisschen Blutvergießen und Intrigen, der ist damit echt bestens bedient. Vor allem die Schauspielerin, dieser Annalise Keating, die bringt die Rolle so verdammt hardcore rüber. Ich habe die Serie echt von Anfang bis Ende durchgesuchtet, war Matti dann extrem, extrem böse, wenn er einfach eine Folge ohne mich geschaut hat. Also das hat bei mir echt was zu heißen. Normal macht es mir nichts aus, mal eine Folge nachzuschauen. Aber in dem Fall wusste ich, dass er schon weiter ist als ich und schon mehr weiß, was warum passiert ist. Da war ich echt teilweise manchmal richtig grantig. Machen wir jetzt weiter mit einer ganz anderen Art von Serie. Ich habe die Serie echt spät für mich entdeckt.
Also meine Freunde, die haben die alle bestimmt schon mit 16, 17, 18, 19 gesehen. Und ich habe sie halt wirklich erst vor 2-3 Jahren für mich entdeckt. Ich möchte jetzt nicht nachrechnen, wie viel Zeit dazwischen liegt. Entschuldigung. Auf jeden Fall spreche ich von Gilmore Girls. Ich habe die Serie dann irgendwann bei Netflix gesehen, habe gedacht, ja komm, die hast du jetzt noch nie gesehen, aber kennst so viele, die sie gesehen haben, die sie auch gut finden oder sehr gut finden. Habe dann damit angefangen und war eigentlich ab Folge 1 total im Fieber. In der Serie geht es um Lorelai und Rory Gilmore, beziehungsweise sie heißen eigentlich beide Lorelai. Nur damit es nicht ganz so chaotisch und verwirrend ist, heißt die Tochter von Lorelai einfach nur Rory. Auf jeden Fall möchte Rory auf eine andere Schule gehen, auf eine bessere Schule gehen. Und ihre Mutter meldet sie dort an, erfährt dann aber, dass die Schule doch teurer ist, als sie dachte, weil es eben eine Privatschule ist. Aber sie möchte das Rory natürlich ermöglichen, denn Rory will unbedingt studieren gehen. Ich glaube, es war Harvard, steinigt mich jetzt nicht. Ich glaube, sie wollte immer nach Harvard gehen. Auf jeden Fall muss Lorelai dann bei ihren Eltern quasi zu Kreuze kriechen. Eigentlich hat sie mit denen nichts mehr zu tun, weil in der Kindheit doch ein bisschen was vorgefallen ist. Und Lorelai ist halt so ein flippiger, freakiger Typ und einfach locker, entspannt, lustig. Und ihre Eltern sind eher so verstaubt und haben einen Stock an Körperöffnungen versenkt, sage ich jetzt einfach mal. Und sind eigentlich so genau das krasse Gegenteil. Und Lorelai ist halt dann früh schwanger geworden, ist dann von zu Hause weg und hat seitdem auch nicht wirklich viel Kontakt zu ihren Eltern. Aber da sie für ihre Tochter das Beste will, fragt sie dort eben, ob die Großeltern die Schule bezahlen würden. Und als Gegenleistung erwarten oder fordern ihre Eltern, dass Lorelai mit Rory einmal pro Woche zum Abendessen kommt. Natürlich ist das nicht nur die Hauptgeschichte, es gibt noch so viele Nebengeschichten, zum Beispiel, dass Lorelai mit ihrer besten Freundin, mit der sie aktuell in einem Hotel zusammenarbeitet, gerne ein eigenes Hotel mit Restaurant eröffnen möchte, denn Suki, ihre beste Freundin, ist die beste Köchin aller Zeiten. Dann gibt es natürlich noch Luke. Luke hat so ein kleines Café in der Stadt und Luke ist einfach so ein richtiger Herzmann, also der würde für seine Frau alles tun, aber mit Lorelai kappelt er sich auch öfters mal oder zieht sie auf wegen ihrer Kaffeesucht. Also es ist wirklich eine richtig schöne Serie. Man hat viel zu lachen, es geht ans Herz, ab und an ist es auch ein bisschen traurig. Und ein absolutes Highlight für mich in der Serie war Rorys Freund Dean, ihre erste große Liebe. Und Dean wird gespielt von Jared Padalecki und wem der Name nicht sagt, das ist Sam von Supernatural. Das Lustige daran ist, bei Gilmore Girls heißt er Dean und in Supernatural heißt sein Bruder Dean. Und da kommen wir quasi auch schon zur nächsten Netflix-Serie, die ich euch gerne ans Herz legen möchte. Und das wäre nämlich Supernatural. In der Serie geht es um die Winchester-Brüder Sam und Dean, wie gerade schon erwähnt. Die beiden haben eine schwere Kindheit, weil ihre Mutter von einem bösen Dämon getötet wird. Und darum geht es auch quasi in der ersten Staffel. Sie wollen rausfinden, was damals passiert ist und steigen quasi ins Dämonenjagd-Familiengeschäft ein. Ihr Vater ist nämlich auch so ein Dämonenjäger. Und sie versuchen eben rauszufinden, was passiert ist, warum ihre Mutter sterben musste. Sam hat das zum Beispiel mit angesehen und ist da auch ein bisschen traumatisiert. Im Laufe der Staffel kommen viele, viele tolle Nebencharaktere und die Geschichte macht natürlich so ein bisschen eine Wandlung durch, weil irgendwann ist der Mord quasi aufgeklärt und es kommen andere Probleme auf die Jungs zu. Ich weiß gerade nicht, wie viele Staffeln es mittlerweile davon gibt. Auf Netflix sind, glaube ich, die ersten 10 oder 11 online. Die allerletzte, die es auf Deutsch gibt, fehlt mir persönlich auch noch. Da warte ich gespannt, dass es auf Netflix irgendwann mal weitergeht.
Ansonsten werde ich mir vielleicht auch die DVD einfach mal kaufen oder die DVD-Box. Auf jeden Fall ist es eine Serie, die ihr auf jeden Fall schauen sollt. Weil allein schon für Jensen Ackles lohnt sich das Ganze schon. Das ist einer meiner favoritisierten Schauspieler aller Zeiten. So ein hübsches Kerlchen. Also allein dafür lohnt sich schon, die Serie anzuschauen. Weiter geht's mit einer Serie, die ihr euch vielleicht auch schon denken könnt, wenn ihr meine letzten Videos gesehen habt und auch so geschaut habt, welche Bücher ich gelesen habe. Ich spreche nämlich von Shadowhunters. Shadowhunters ist einfach mein Leben. Also, wie gesagt, Harry Potter, Shadowhunters, das sind zwei Welten, ohne die ich nicht mehr sein wollen würde. Gutes Deutsch. Es ist einfach so eine grandiose Welt, die Cassandra Clare da erschaffen hat, mit so vielen tollen Charakteren und so vielen Geschichten und Storysträngen. Es ist einfach unfassbar. Punkt. Mehr schwärmen muss ich davon nicht mehr, weil ich es einfach schon so oft gemacht habe. Nochmal die Kurzzusammenfassung: In der Geschichte geht es um Clary Fairchild. Sie ist eigentlich ein ganz normales Mädchen, denkt sie, aber dem ist nicht so. Ihre Mutter war Schattenjägerin, Shadowhunter, und hat es ihr verschwiegen. Doch an ihrem 18. Geburtstag rum kommt sie auf einmal mit einer Gruppe Jugendlicher in Kontakt, die auch Shadowhunter sind, und die führen sie quasi so ein bisschen in das ganze Thema ein und erklären ihr eigentlich mal, wer sie ist. Ihre Mutter hat es ihr verheimlicht, um sie vor ihrem Vater zu schützen. Der ist nämlich so ein richtiges Badass-Arschloch, aber des Feinstens, vom Feinsten. Darum geht es auch in der ersten Staffel, also wirklich um die Geschichte zwischen Clary und ihrem Vater und warum ihre Mutter sie vor ihm verheimlicht hat und ihn oder sie vor ihm versteckt hat. Im weiteren Verlauf der Serie treffen wir noch auf einige Gestalten der Fantasy-Welt. Es gibt Werwölfe, es gibt Vampire, es gibt Hexenmeister, also alles, was das Fantasy-Herz höher schlagen lässt. Und für mich definitiv eine der besten Serien, die es jemals gegeben hat und die es vermutlich jemals geben wird. Kommen wir zur letzten Serie, die ich euch gerne vorstellen möchte. Die ist aktuell wieder groß im Gespräch, denn da ist am Freitag, beziehungsweise heute, die neue Staffel angelaufen, auf die wirklich schon sehr, sehr viele Menschen, die ich kenne, gewartet haben. Ich spreche natürlich von Tote Mädchen lügen nicht. In Staffel 1 haben wir den mysteriösen Selbstmord von Hannah Baker miterlebt. Und in der ersten Staffel ging es darum, warum sich das junge Mädchen das Leben genommen hat. Sie hat kurz vor ihrem Selbstmord 13 Kassetten aufgenommen. Und jede Kassette ist einem Grund quasi geschuldet oder einem Grund gewidmet, warum sie sich umgebracht hat, warum sie keinen Sinn mehr darin gesehen hat, weiterzuleben. Es gab natürlich verschiedene Gründe. Das waren teilweise Gründe von Menschen, die sie enttäuscht haben, Gründe von schlimmen Dingen, die passiert sind, Gründe von verweigerter Hilfe und so weiter. In jeder Folge wird eine Seite der Kassette quasi abgearbeitet, ein Teil der Geschichte erzählt. Zwischendurch kommen immer mal noch ihre Eltern ins Spiel. Unser Hauptprotagonist ist der junge Clay. Clay war eigentlich Hannahs Freund, Hannahs bester Freund oder ein sehr guter Freund. Und er ist jetzt aktuell an der Reihe, die Kassetten zu kriegen. Seine Kassette ist auch irgendwo in der Mitte oder gegen Ende. Er ist nämlich auch ein Grund, warum Hannah sich umgebracht hat, obwohl er nicht glauben kann, dass er wirklich ein Grund ist. Aber die Kassetten gehen nur an die Menschen, die Schuld an ihrem Tod haben. Und als er sie erhält, weiß er erstmal gar nicht, was er machen soll. Und er kriegt dann nach und nach mit, was in Hannahs Leben passiert ist. Und er ist der Einzige, der versucht, es besser zu machen, der versucht, die anderen zur Verantwortung zu ziehen oder einfach
es gut machen möchte. Die ganze Serie ist zwar jetzt nicht so hochdramatisch oder hochspannend gemacht, die Geschichte plätschert so ein bisschen vor sich hin, aber dennoch ist man als Zuschauer immer so ein bisschen mit den Gedanken dabei bei dem ganzen Thema. Man möchte wissen, was passiert ist, was ein junges Mädchen wirklich dazu treibt, dass es nicht mehr leben möchte. Und die Serie, muss ich sagen, jetzt nach dem Sehen der ersten Staffel, hat mich echt noch tagelang verfolgt. Ich habe mir über das Thema Mobbing und Selbstmord und alles, was so da drum rumgesponnen ist, wirklich viele Gedanken gemacht. Und es hat mich doch mehr mitgenommen, als ich dachte. Aber das ist eigentlich auch das, was eine gute Serie ausmacht. Und das haben sie mit Tote Mädchen lügen nicht definitiv geschafft. Und wie gesagt, am Freitag ging die komplette zweite Staffel online. Es ist nicht so wie bei anderen Serien wie Riverdale, die ich natürlich jetzt auch im Video hätte erwähnen können. Aber die hier, die fünf hier, waren mir doch ein bisschen wichtiger. Es ist halt nicht so wie bei Riverdale, dass jede Woche eine neue Folge online kommt. Oder bei Shadowhunters ist es ja genauso, da kommt jede Woche eine neue Folge der aktuellen Staffel. Nein, bei Tote Mädchen lügen nicht war es nämlich so, dass sie gesagt haben, wir schmeißen jetzt die ganze komplette zweite Staffel auf Netflix, was das Fanherz natürlich höher schlagen lässt. So ihr Lieben, das war meine Top 5 oder meine 5 liebsten Serien auf Netflix. Ihr dürft mir gerne mal schreiben, ob ihr eine der Serien vielleicht schon gesehen habt oder was ihr von den 5 Serien allgemein haltet. Oder auch, ob ihr vielleicht andere Serien, wie zum Beispiel Riverdale, mit in die Top 5 mit reingenommen hättet. Das würde mich wirklich mal interessieren. Vielleicht habt ihr aber auch noch Serien, die ich vielleicht gar nicht gesehen habe und von denen ihr sagt, die musst du auf jeden Fall mal schauen. Wenn du das magst, dann wirst du das definitiv auch mögen. Aktuell kriege ich von allen Seiten nämlich zu hören, ich soll unbedingt mal Haus des Geldes, oder heißt sie so? Haus des Geldes schauen. Das haben schon einige in meinem Freundeskreis geguckt. Da werde ich vielleicht, wenn die Langeweile groß ist und ich auch den Kopf frei habe, mich auf was Neues einzulassen, auch mal reinschauen. Ansonsten schreibt mir gern eure Meinung. Ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch noch ein wunderschönes, restliches, langes Wochenende. Macht euch ein paar schöne Tage und ich hoffe, wir sehen uns auch am Mittwoch wieder. Tschüss!